Ja, und damit willkommen zu einer neuen Sims-Serie. Ich weiß, es ist die dritte schon, aber ich hatte Probleme ein bisschen mit Sims 4, dadurch konnte ich nicht weiter Sims 4 aufnehmen. Das soll sich nun ändern mit heute, wo Ab ins Schneeparadies veröffentlicht worden ist. Ja, darum soll es sich auch erstmal drehen, um Ab ins Schneeparadies. Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wie alt bin ich? Ich bin ein junger Erwachsener. Mein Haus in den Bergen ist ein... traditionelles Zuhause. Was halte ich Warme von Turenga. Routine und Struktur? Ja, es hilft mir bei der Planung. Wofür spare ich die Zell... Wofür spare ich Geld? Für ein schöneres Zuhause? Für die Zukunft, für gar nichts. Ich lebe den Moment. Ich nehme mal eine andere Frage. Nee. Am liebsten mag ich Leute, die interessant sind oder die Hunde. Die Kosten interessieren mich nicht, da ich... Die Kosten für die Uni interessieren mich nicht, da meine Eltern bezahlen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe eventuell so die Vorstellung, dass ich alle Sims-Pack, die es bisher existieren in dieser Serie, abhandeln werde mit einem völlig selbstständigen Sim, der nicht ich ist oder mit Bill Marx irgendwas zu tun hat, was zwangsweise so kommen wird, da er eine ziemlich große Familie hat und meine andere Riesenfamilie, die ich hier in dem Spiel habe, wird zwangsweise auch mit dem Sim in Kontakt kommen. Interessiert mich nicht, da ich nebenbei arbeite, denke ich mal. Jemand bitte mich, Yes, an lass uns Acker. angehen und Spaß. Nein. Nein. Entspreche mich bei einer guten Massage. Hast du das Gefühl, dass Jesus jemand auf dich abgesehen Sarpava. hat? Wer das wissen? Ich mag die Antwort. Oh, Wie wurde bei dir mal... Kabla. Oh. Oh. Wie viel wurde, wenn ich mal zu meinem eigenen Vergnügen auf meine Freunde an... Ich denke mal jede Menge. Ich auf dem Berggipfel bin. Ich hätte gerne hier die Schlittenfahrt gehabt. Die freue ich mich irgendwie am meisten. Hochgeklettert werde ich definitiv nicht sein. Ich habe Höhenangst. Dann sage ich mal, ich bin auf Skiern hinabgefahren. Nee, Snowboard kommt, glaube ich, am ersten Mal. Nee, Skier. Heute Abend Classic. ist das große Spiel. Was tue ich? Auf keinen Fall Basketball spielen. Ich bin Handballer. Es wird Zeit, den Nachtclub zu besuchen und die ganze Nacht zu tanzen, den DJ unter die Lupe zu nehmen. Die Welt ist in Gefahr, was tue ich? Brenner. Verdiene an den Ängsten anderer. Natürlich, nein, ich bin die Gefahr. Was machst du in den Wem say Bergen? so? Dort lebe und arbeite ich. Was will Discord schon wieder? Oh, eine schöne? Oh, jetzt habe ich natürlich eine andere Idee. Karriere, Verbrecherin! Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Kriminell kannst du jede Menge Simoleons schaffen und Spaß haben. Oh, jetzt habe ich eine Idee, jetzt habe ich eine Idee. Ich mache vielleicht ein Geschwisterpärchen. Das werde ich machen. Oh ja! Fähigkeiten Unfug. Diese gerissenen Spaßvögel erfreuen sich daran, andere reinzulegen, veräppeln oder auf andere Weise hinters Licht zu führen. Das Leben ist eine Party und diese Sims sind die Party-Crasher. Fähigkeiten Skifahren. Sims mit der Skifähigkeit leben den kalten Wind im Ge
im Gesicht und gleiten sanft die Piste hinab. Du kannst Skifahrfähigkeiten aufbauen, indem du auf der Piste übst oder zu Hause am Computer Kunst des Skifahrens recherchieren wählst. Mit steigenden Fähigkeiten werden neue Pisteninteraktionen, Tricks, Outfits, Skier, Solo-Interaktionen und Sozialaktionen freigeschaltet. Startbudget überdurchschnittlich. Du hast ein wenig Geld übrig, also gönn dir was. Jetzt will ich noch den Bruder machen. Ein junger Erwachsener natürlich. Die Kosten, da ich nebenbei arbeite. Ich habe ein altes Relikt gefunden. Das gehört ins Museum, natürlich. Meine Nachbarn haben ihre Rechnung nicht bezahlt und ihr Sturm wird abgestellt. Das wäre ich? Ja, ich nehme das einfach mal, weil es... Bei mir stapeln sich die Papiere. Was soll ich tun? Wichtiges aussortieren und den Rest schreddern. Auf den vorhandenen Stapel legen. Jupp. Jemand macht sich über mich lustig. Wie reagiere ich? Oh, Bersky gesehen. Was würde ich auf einem Ausflug nach Salvador am liebsten tun? Mich unter die Einheimischen mischen? Wald erkunden, alte Ruinen erforschen, natürlich. Freue ich mich am meisten auf die Ausbildung. Oh, Schwabi! Gibt's ja auch mal schönere Fragen. Das Beste daran, eine eigene Meinung zu besitzen, ist, dass man dafür bezahlt wird. Oh, ich wünschte, das wäre so. Ich wäre sowas von reich. Andere davon zu überzeugen, allen davon zu erzählen, dass man dafür bezahlt wird, natürlich. Oh. Meine Lieblingsbeschäftigung am Abend ist interessiert gehen. In was für einem Haus wohne ich? Keine Ahnung, ich sag mal das. Was ist mir am wichtigsten? Toni hat einen Bruder. Hey, schön dich kennenzulernen. Weißt du, was ich erstmal mache? Ich mach das mal zu deiner Schwester. Gut. Halt. Karriere. Kritiker. Jeder hat eine eigene Meinung, aber nicht jeder wird dafür bezahlt. Ob Essen oder Kunst, du hast etwas dazu zu sagen und andere hören dir zu. Bonusfähigkeit. Schreiben. Fähigkeiten. Salvadoranische Kultur. Sims mit dieser Leidenschaft gehen voll und ganz in der salvadoranischen Kultur auf. Du weißt, wie man den salvadoranischen Einheimischen spricht und hast gute Chancen, die schwierigen Tanzschritte zu meistern. Fähigkeit der Logik. Ein klarer Verstand ist eine wundervolle Sache und Sims, die sich der Logik verschrieben haben, möchten ihren Geist schärfen, bis der Glas klar ist. Startbudget überdurchschnittlich. Ja, gut, dann geht's mal an die Namen. Ich möchte schon irgendwas Extravagantes. So, die Gina und der Band. Ja, bei dir ist nicht wirklich viel was zu machen. Das ist Gina van Mumpitz. Im Alltag Abendkleidung, Sportkleidung, Nachtwäsche, Ausgekleidung. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fällt mir auch noch was Besseres ein. Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Und ihr Bruder Ben von Mumpitz. Das ist Alltag. Das ist Abendkleidung. Das ist Sport. Das ist Nachtwäsche. Das ist Ausgekleidung. Die gefällt mir übrigens sehr gut. Würde er mich so ansprechen, würde sofort ja sagen. Das ist Badekleidung. Das ist heißes Wetter. Nicht nur das Wetter ist heiß. Und kaltes Wetter. Gut, dann sind die beiden fertig. Die Van Mumpitz. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr euch von mir aus auch aus der Galerie holen? Ich weiß nicht.
Der sieht ja so aus wie Bent. Das war nicht beabsichtigt. Ich spiele das hier gerade blind. 25.000? Ich dachte, die beiden verdienen sehr gut. Egal. Was wollen wir halt, wenn, wo finden wir sie im Baumodus? Das wissen wir auch alle längst. Dein ökologischer Fußabdruck in der Nachbarschaft hat den Status neutral erreicht. Ach genau, du warst der Kritiker. Oh, wir können sogar Pflanzrechnungsinfo anzeigen. Verkauf Änderungsrat. Grundstrom, würde ich sagen. Speichern und speichern. Dann erstmal wieder typisch alle Lichter. Und dann. Gut. Dann lasst uns mal das neue Haus erkunden. Ich habe jetzt nämlich nur nach den Betten geguckt. Also das hier ist... Besser. Temperaturregler anbringen und kaputtbar machen. Verbesserte Isolierung anbringen. Natürlich, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Oh, wie schön, das kann ich mir schon nicht mehr leisten. Was? Nein. Was habe ich denn jetzt gedrückt? So, wir sind im Onsen-Badehaus Stufenanu. Halt, stopp, wer bist du denn? Bist du nicht ein bisschen falsch angezogen? Warum rennst du rum wie eine Piratin? Stopp. Wie, was, wo? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Lebensstile können pro Tag begrenzt. Gina hat die tägliche Obergrenze für... Hä? Irgendwie bin ich verwirrt. Ich weiß, ihr beide seid müde. Aber das werdet ihr wohl hinkriegen, oder? Ich schicke euch danach nach Hause, aber bisschen kennenlernen wollte ich die Umgebung halt. Das war's? Ach nee. Wollte gerade schon ganz aufgeregt sagen. Ach, da bin ja ich mit meiner Tochter. Aber da bin ich ja nicht. Was war denn da für ein Monster? Das ist nicht dein Ernst. Hier, darfst du aufwischen. Du solltest das aufwischen. Denn... Hab ich gesagt, du sollst nicht Kirche machen? Hab ich nicht gesagt, du sollst schlafen? Egal. Ich hab dich doch gerade duschen geschickt. Nein. Meine Maus ist alle. Jetzt muss ich mit der anderen Maus hier arbeiten. Fragen jetzt immer. Nein, um Gottes Willen. Ich will die olle Lampe. Danke. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da ich das jetzt mit der anderen Maus steuern muss. Rechte Seite des Bett zu weisen an Gina. Wenn sie wieder aufgewacht ist. Gut. Dann. Ja. Muss ich ja leider an dieser Stelle hier schon abbrechen, weil ich nicht die ganze Zeit mit dem Hausbett arbeiten kann.